Das hier. Okay. Machen wir davon mal ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich mal hier ein bisschen was abbauen. Carbon, Eisen. So. Erstmal hier frei buddeln. Ach, guck mal, das gehört für was anderes, ne? Was ist das? Carbon, okay. Hm. Ist das noch was anderes? Ne. Gucken, langsam runtergehen. Hauptsache, wir gehen nicht da drauf. Na, irgendwo muss der Silikon sein. Das ist aber schon geil hier mit dieser Höhle. Ja, ist vielleicht das hier hinten was? Man hat ja keinen Mineralien-Scanner an der Stelle. Ne, es ist nix. Okay. Also. Hm. Hier war ein bisschen Silikon drin. Aber wir können trotzdem, dass wir keine Energie haben. Wir sehen, links unten lädt sich eine Energie auf, anscheinend die Anzugenergie. Und die kann ich verwenden, um hier ein bisschen was abzubauen. Also man kann dann praktisch langsam, aber zumindest trotzdem noch was abbauen, damit man nicht komplett aufgeschmissen ist. Das ist sehr gut durchdacht. Ja. Oh, wir sind hungrig. So. Kann ich das abbauen? Nee, kann ich nicht. Ich kann es kaputt machen, das bringt mir nichts. Okay, gut. Wo bin ich denn jetzt her oder hin? Da nicht. Da nicht. Da bin ich lang. Okay. Das sollten wir hier ein bisschen wegmäßig machen. Achso, wir haben. Ja, hier, das ist die andere Ansicht. Ziemlich cool, ne? Hier, freie Sicht ist mit alt. Hat was. Genau, wieder andere Sicht. So, da kommt los. Rauf hier. Dann gucken wir gleich mal, dass wir diesen, diese FAD-Maschine fertig kriegen. Damit. Das kann ich auch das Licht ausmachen. Spart Energie. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Ah, sieht hübsch aus. Definitiv, guck dir das an. Bin immer gespannt. Achso, ja, wir verhungern jetzt nach und nach. Ich brauche Elektronikteile, hat er gesagt, ne? Machen wir eins. Ich weiß natürlich nicht, wie viel wir davon brauchen. Drei Elektronikteile, okay. Oh nein, scheiße. Oh Mann, echt jetzt? Ach, Kacke, Mann. Also Silikon war jetzt nur da unten gewesen. Vielleicht hier schon? Ich glaube wirklich nur hier unten. Da war welches. Warum auch immer da welches ist, aber auf jeden Fall haben wir da welches gefunden. Hm. Ne, jetzt hier auch nicht. Also war es vielleicht nur Zufall. Doch, hier war es noch was. Aber wir brauchen auch so viel Silikon, ne? Reicht das nicht schon? Also für mich bisher vom Survival-Charakter echt krass, weil ich von vornherein hier wirklich das Gefühl habe, ähnlich wie bei Subnautica, das finde ich halt super cool, du musst wirklich ums Überleben kämpfen. Du bist gerade abgestürzt, hast nichts und du musst dich mega ranhalten. Erstmal Unterkunft machen, schnell wie möglich, wobei das sekundär ist. Hauptsache erstmal was zu futtern, dass du halt nicht verhungerst, nicht verdurstest. Ja, super cool. So. Sehr schön. Ah, das geht auch. Ha. Herrlich. Genau. Das noch damit hin.
Wie funktioniert das jetzt? Ach so, jetzt hat er keinen Strom. Ach so, jetzt haben wir aber den Biogenerator freigeschalten. Ne, den haben wir jetzt. Genau, hier haben wir das Biogenerator und das... Da, okay. Das heißt, jetzt kann ich dann hier den Biogenerator platzieren. Das machen wir mal. Ja, hier auf ungefähr derselben Höhe. Not enough resources. Basic Frame brauche ich, okay. Mhm. Boah, das ist echt krass, ne? So cool, ey. Ja, Hammer. Zack, genau. Das, ah, sehr schön. So. Was brauche ich denn? Electronic Parts? Nein, und Komposit zweimal. Ah, gut, Komposit müsste, glaube ich, klappen. Und Elektronik? Ja, einmal. Ah, das ist echt doof. So. Ich glaube, hat er dreimal oder zweimal? Ich weiß gar nicht mehr. Zweimal Elektronik. Okay, gut, einmal haben wir schon. Gut, dann gehen wir nochmal schnell nach unten. Wir kriegen das ja. Warum auch immer nur da unten? Weil ich der Meinung bin, wir müssten eigentlich auch hier oben Glück haben und was finden. Eigentlich. Aber anscheinend wohl nicht. Na, hier ist gar nichts in der Richtung, ne? Na gut, bevor es zu lange dauert und wir wirklich noch verhungern, weil... Mittlerweile ist es bei 30 und 40 jeweils. Aha. Machen wir hier weiter. Ich glaube, drei Stück brauchen wir immer. Echt? Warum jetzt nicht? Na komm schon. Hm, okay. Ah, das sollte schon reichen. Das ist echt alles halt momentan, ne, so ein bisschen und ist auch recht, recht langsam, weil wir haben jetzt ja keine richtige Energie mehr. Energiezellen sind alle, aber ich kann mir es nicht leisten, neue Energiezellen zu basteln. Das wäre nicht so gut. Und das Jetpack sehen wir, braucht auch unsere normale Anzugenergie, die sich zum Schein anscheinend immer unendlich regeneriert. Finde ich sehr, sehr gut. Das ist sehr willkommen. Ja. So. Okay, nicht das Falsche machen. Eins davon, dann geht das, dann haben wir... Das ist natürlich die Sache, was brauchen wir dann, damit wir den Biogenerator benutzen können? Was braucht der? Dann haben wir Bandagen. Ne? Was benötigt der? Sau cool, ey. Nochmal Heile machen hier. Ja. Alles. Gut, also der läuft. Achso, der läuft schon. Ah, jetzt muss ich hier, jetzt muss ich wahrscheinlich mit C sagen. Verbinde. Ne, hier, das hier. Genau, was ist das? Zu dem. Ja. Jetzt funktioniert er. Ah, jetzt haben wir praktisch das Stromkabel gelegt und jetzt funktioniert das. Das ist so geil. Ja, das kann ich hier. Ich habe nichts davon. Hm. Da muss ich jetzt Sachen sammeln. Ich kann auch kein Wasser herstellen. Okay. Also das heißt jetzt, wenn wir hier rausgehen. Sachen einsammeln. Kann man das hier einsammeln? Irgendwas hat doch gesagt mit... Vielleicht hier an den Bäumen dran? Ist da irgendwas? Pilze oder so? Da hinten scheint Wasser zu sein. Ich will jetzt eigentlich nicht zu weit weg. Na gut, okay, wir wissen... Das ist cool, ey. Richtig geil. Ah, das schaffen wir nicht, siehste. Wenn wir anfangen,
Ah, doch, okay. War auch ganz schön lange. Das ist auch ein Riesenbaum. Aber was passiert, dann stürzt er richtig um? Probieren wir es mal. Wir sind zwar fast am Verrecken. Ja, wir machen das einfach mal. Hammerhart. Ich könnte natürlich auch hier gucken, wenn ich das jetzt... Ja, das ist dann halt nur das, ne? Ja, wir brauchen irgendeine Pflanze. So, beim nächsten Mal haben wir es. So. Glaube ich jetzt zumindest. Ja, oder ein Tier. Aber können wir damit auch ein Tier platt machen? Okay, der stürzt jetzt um anscheinend. Und hier kann ich jetzt immer wieder das abbauen, okay. Roll, roll. Das ist ein bisschen wie bei Farming Simulator. Oh, was? Ui. Sehr mächtig, vorsichtig sein. Was ist das hier? Ist das was zum Mitnehmen? Aha, okay. Biomasse-Container, alles. Ist man so irgendwo? Vielleicht das da? Guck mal, da ist was. Hm. Da hinten ist auch was, aber es könnte... Fuck. Ah, da unten drin. Da möchte ich mich jetzt lieber nicht mit anlegen. Hm. Oh, scheiße, Mann. Fuck. Müssen die einen so erschrecken? Aber hier, guck mal, da haben wir etliches bekommen. Ach, das kann ich jetzt... Silber, das kann ich jetzt alles gar nicht mitnehmen. Okay. Gut, dann müssen wir mal schnell zurück. Kobalt auch noch. Haben wir anscheinend einige coole Sachen bekommen. Also ein Berg hoch ist so ein bisschen ein Problem hier, ne? Na komm schon los. Wir müssen vielleicht noch eine Treppe bauen auf Dauer. Ich hoffe bloß, dieses Mistvieh kommt nicht. So. Was geht denn hier? Das geht. Was ist das denn? Elektrolytwasser. Okay. Was ist das hier? Biopaste. Food of a last resort, okay. Ja, können wir mal das hier machen. So. Das ginge dann auch, ne? Wenn das hergestellt wird, könnten wir das hier machen. Das wäre dann das. Aber wir können natürlich auch das hier. Also wir können aus dieser Biomasse, können wir also auch Biopaste machen. Ah, das ist gut. Also kann ich praktisch aus diesen Bäumen und sowas halt auch was machen. Sehr schön. Und hier haben wir... Achso, nee, weil ich jetzt die Früchte nicht mehr habe, kann ich das Wasser nicht mehr machen. Okay. Kann ich mehr verbrauchen? Na, jetzt ist noch nicht so viel geändert. Na, hier so ein bisschen, ne? Aber es, der Wasserhaushalt wird noch nicht besser. Wir können... Hier haben wir noch ein bisschen Wasser. Ah, das passt. Kann man das denn so verwenden? Nee. Ja, also wir sehen, da müssen wir uns definitiv bald mal wo ausruhen, so wie es aussieht. Aber ich denke, dann werden wir verhungern. Hm, das glaube ich auch. Das bringt halt kaum was. Superfood. Ja, das wäre natürlich geil, ne? Aber hier, dreckiges Wasser. Also müssen wir noch Wasser einsammeln. Gut, da unten war Wasser. Und wenn wir das haben und wir haben hier die Herbs gefunden, dann geht das. Achso, und haben auch Samen gleich noch. Hm. Also was ich irgendwie brauche, ist was, wo ich Sachen einlagern kann, ne? Das sehen wir schon. Unser Inventar ist sehr begrenzt. Da unten war jede Menge Silber. Aluminium. Silikon. Carbon. Achso, jetzt ist er noch dabei. Ah, ein bisschen besser. Okay, dann gucken wir mal, dass wir da unten noch diese paar Sachen einsammeln. Ups.
Ah, das ist ja echt geil. Das war hier so, ne? Ich glaube. Also bis heute oben, hier ist es, genau. Aber da unten ist dieses Gammelviech. Gut, die rennen anscheinend nicht von mir weg, finde ich gut. So, alles mitnehmen. So. Nehmen wir das mal mit, weil hier waren die Herbs und alles drin. Und anscheinend auch diese coolen Ressourcen wie Silber und Aluminium und sowas. Na toll. Hat es seine Probleme hier rückwärts hochzulaufen. Oh, Eisen auch noch. Raw Meat. Ne, jetzt nehme ich das mit. Jetzt hat er das weggeworfen, das rohe Fleisch. Wenn ich das jetzt esse, gehe ich doch garantiert drauf, oder? Wo denn das rohe Fleisch? Warte mal, was schmeiße ich denn dann weg? Genau. Nehme ich lieber das Raw Meat mit. Das finde ich jetzt wichtiger. Weil das können wir ja entsprechend verwerten und können was richtig Geiles zu essen machen. Wobei, mit Getränk sehe ich auch noch das Problem. War hier unten nicht irgendwie so ein bisschen was? Komm, ich kann das garantiert auch mit dem Ding abbauen, oder? Was ist das hier? Achso. Ah, nee, kann ich nicht, ich habe keinen Platz mehr. Und wenn ich keinen Platz mehr habe, kann ich nichts mitnehmen. Also können wir es so abbauen. Ah, das ist schön. Ah, so haben wir praktisch die Grundlagen jetzt raus. Irgendwas ist hier mit Ausdauer. Wir sehen es, ne? 13. Wir müssen dringend ins Bett. Ja, definitiv. Alter. Aber hier mit dem Hochlaufen klappt nicht so richtig. Also er mag hier gar nicht laufen. Gut, kann aber auch daran liegen, dass wir ein bisschen erschöpft sind. Ja. Wir sehen es, er ist echt fertig, ne? So richtig rennen mag er gar nicht mehr. Ist aber auch wenig verwunderlich. Warte mal, wann ich sehe. Ja, gehen wir gleich mal runter in die Rettungskapsel. Schlafen da eine Runde. Ich hoffe dann, dass wir nicht bis dahin nicht verdurstet sind. Im Schlaf verdurstet. Oh, das wäre so heftig. Aber muss man sagen, im Vergleich von Space Engineers, Imperium und dem, klar hat es jetzt vielleicht vom Bauen her, wegen Fahrzeugen und sowas, jetzt den wenigsten Umfang. Aber vom Survival-Charakter her eine Spur heftiger als bei den anderen. Definitiv. Ja. So, wir haben Meat. Das machen wir dann noch gleich mal. Genau. Das geht nicht, das geht auch nicht, aber das geht. Ja, soll er mal so ein bisschen was machen? Sehr schön. Mal gucken, wie viel es. Wahrscheinlich kippen wir einfach gleich um, werden ohnmächtig oder sowas. Und? Wie viel? Oh, na, das bringt ja ordentlich was. Gut, dann gehen wir mal schnell runter. Na komm schon, los. Wir müssen hier noch so einen richtigen Weg runter, mal es ist ein bisschen anpassen, dass es vielleicht nicht ganz so extrem ist, dass man ohne Jetpack einfach easy peasy rauf runterlaufen kann. So einfach ist das gar nicht. So, schlafen? Ja, schlaf mal. Mal gucken, wie sieht denn das jetzt aus mit unseren Werten? Oh, ja, die gehen runter, ne? Trinken zum Glück nicht so weit, das ist okay. Oh, das ist gar nicht gut, Mann. So. Aber das ist schon heftig. Ja. Aber wir sehen, wir können jetzt wieder rennen und alles. Ah, sehr schön. Vitalzeichen sind okay. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, ne? Dass wir halt wieder auch flink sind. Weil wir haben. Jetzt Essen haben wir noch da. Das hatten wir einen Auftrag gegeben. Gut, es ist noch Nacht. Battery depleted.
Genau, gleich mal das Futtern hier. Achso, ist dann. Achso, ich kann das nicht benutzen. Ah, okay, also du kannst. Praktisch wie beim Purion, da kannst du ja auch nicht gleich eins nach dem anderen fressen, sondern musst halt kurz warten. Das ist jetzt hier dann auch so. Okay. Wir sehen, das bringt halt 5. Ah, passt auch. Okay, dann lasse ich ihn auf jeden Fall mal 4 Stück machen. Ja gut, mehr geht jetzt eh nicht hier anscheinend. Und dann müssten wir jetzt gucken, dass wir unten ein bisschen Wasser finden. Ja, beziehungsweise das mitnehmen. Das machen wir beim nächsten Mal. Also wieder, wir werden auch gleich mehr oder weniger, ich finde es so gut, dass ich sage, wir starten direkt in den LP rein. Einfach erstmal gucken. Zwar noch so ein bisschen mehr diesen Let's Show Charakter, weil wir es jetzt nicht so häufig machen werden, wie jetzt bei den anderen, weil wir halt momentan recht wenig Platz haben. Das heißt jetzt erstmal am Wochenende nur. Und wenn dann was anderes aufhört und das vielleicht sich noch weiterentwickelt, mal gucken, vielleicht dann halt auch unter der Woche. Erstmal, wir lassen es erstmal am Wochenende, dann machen wir mal so ein bisschen hin und wieder so eine Folge. Was heißt hin und wieder? Zweimal die Woche dann halt gibt es da was zu sehen. Aber gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, wie das dann hier weitergeht und wie sich das entwickelt mit dem Basisbau und mit dem Überlebenskampf gegen die Viecher und wo wir Waffen und sowas herkriegen. Wird, glaube ich, ganz lustig werden. Aber schauen wir mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.